haben, bevor die 39 durch sind. Hello everybody there in Oslo. This is Brussels calling. Well, the dice are thrown. Here is the first result of the Belgian vote. And then 8 points go to Iceland. Acht Punkte an Island. Irland liegt auf dem drittletzten Platz, sehe ich gerade. 10 Punkte aus Belgien an Deutschland. And finally 12 points from Belgium go to Greece. Und an Griechenland gehen die 12 Punkte. Deutschland 218, Belgien 135 und 132 die Türkei. Jetzt die Stimmen aus Großbritannien, United Kingdom, das an der vorletzten Stelle liegt. Irland davor. Eine kleine Katastrophe für diese traditionellen Länder des Song Contests. Okay, here are the results of the UK vote. Deutschland 4 Punkte, das überrascht mich ein wenig. Ihr britischer Akzent hat dann doch nicht so gefallen in England. 8 Punkte an Rumänien. 10 points go to Turkey. 10 Punkte an die Türkei. Manga erinnern ja auch ein wenig an die britische Band Muse. And finally, our 12 points go to Griechenland bekommt 12 Punkte aus Großbritannien. Die Niederlande, die ja mit Sinike im Halbfinale ausgeschieden sind. This is the Netherlands calling. Thank you so much for the wonderful show tonight. Now let's find out who has the X Factor in Oslo tonight. Here are the first results of the Dutch vote. Deutschland 4 Punkte aus Holland. Da haben die Rockfans nicht mehr zugeschaut. In Holland läuft übrigens der Song Contest jetzt auf einem Kanal, der eher ein Oldie-Programm macht, also etwas für ältere Leute. Deutliches Zeichen hier, sonst hätten wir garantiert mehr Punkte aus Holland bekommen. Armenien, 12 Punkte aus Holland. Thank you very much. And now it's time for Israel. Erev Tov, Israel, Shalom. Erev Tov, Laila Tov, Europa. Good evening, Oslo. Und nun die Votes aus Israel. Wir rechnen schon stark. Das sind die Punkte 1 bis 7 und nun. And we continue with the top 3. 8 points. To Romania. 8 points for la Roumanie. 8 Punkte an Rumänien. Our 10 points will go to the big mother of Russia. 10 points for la Russie. Sehr viele Exilrussen in Israel, das spürt man immer wieder. 10 And Punkte. Surprise, surprise. 12 points from Israel will go to the apricot stone. Und Armenien Armenia. Bekommt 12 12 Punkte. Thank you from Jerusalem and good night. And now let's go to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Good evening. Dobro večer Oslo. Dobro večer Evropa. Pozdrav od Makedonija. Good evening Oslo. Good evening Europe. Greetings from Macedonia. Wir warten jetzt noch mal kurz diesen Vote ab, aber das Rechenexempel sagt uns, Deutschland ist uneinholbar. Das bedeutet den ersten Sieg für Deutschland nach 1982, im Jahre 2010, nach Nicole. Wow.
Jetzt die 18 und 12 aus Mazedonien. 8 Punkte aus Mazedonien und damit ist es so klar wie Kloßbrühe, möchte ich sagen. Lena hat gewonnen. Lena ist die Gewinnerin des Eurovision Song Contest. Eine unglaubliche Geschichte, also die man gar nicht so richtig fassen kann. Wir sind fast sprachlos hier. Man hat sich ja schon so gefreut, dass diese Casting-Show überstanden ist, diese großartige Show, unser Star für Oslo, und dass dann ein solches Ergebnis in Oslo rauskommt, hätte ja noch keiner erwartet.